Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops und auch, welche Besonderheiten es am Gerät vielleicht gibt, was ihr beachten müsst, ob es Tipps und Tricks gibt, beim Öffnen des Gerätes zum Beispiel oder auch beim Ausbau von Komponenten. So, ich hoffe, das Video wird euch weiterhelfen und ihr merkt, dass es im Grunde genommen gar nicht so schwer ist, einen Laptop aufzumachen. Legen wir los. So, wir haben hier einen HP-Laptop und zwar ein NVX 360. Und bevor wir irgendetwas weiteres machen, ziehen wir erst einmal den Netzstecker ab. Und schauen einmal, wo wir eigentlich die genaue Modellbezeichnung oder Serie herausfinden. Diese steht meistens auf der Rückseite, so wie auch hier. Und ziemlich klein gedruckt, schwer zu lesen, ich zoome mal ein bisschen ran, können wir hier sehen, das genaue Modell ist 15ED0174NG. Und mit dieser Nummer lässt sich eigentlich jedes Ersatzteil super einfach im Shop finden. So, um das Gerät nun aufzuschrauben, müssen wir erst einmal die Schrauben finden und die sind wie bei HP üblich unter den Gummifüßen oder hier in dem Fall unter den Gummischienen versteckt. Und in diesem Fall sind auf der Frontseite zwei Schrauben, eine links, eine rechts, das heißt, wir müssen da die Schiene nicht komplett abmachen. Und bei der hinteren Schiene sind fünf Schrauben unter dem Gummi und da müssen wir die komplette Schiene entfernen. Zu beachten ist dabei eigentlich nur, dass man nicht nur das Gummi, sondern auch das Klebeband darunter mitlöst. Und wenn man das nicht allzu oft gemacht hat oder es schon gemacht wurde, sollte das danach eigentlich auch wieder draufkleben. Andernfalls kann man auch mit doppelseitigem Klebeband das wieder draufkleben. Man kann auch, wenn alle Stricke reißen, einfach neue Gummifüße nehmen, die man dann ein bisschen darunter oder darüber platziert und die alten Gummischienen dann einfach weglässt. Am einfachsten lässt sich das lösen, wenn man mit dem Fingernagel darunter geht oder auch mit einem flachen Gegenstand das Ganze ein bisschen aufhebelt und dann kann man die Gummischienen eigentlich einfach abziehen und kommt so an die Schrauben dran. Um die Schrauben zu lösen, nehme ich hier von einem Universalwerkzeugset einen Kreuzschraubendreher und löse hier einfach mal alle Schrauben im Schnelldurchlauf. Für die einzelne Schraube hier vorne in der Mitte, die sind im Normalfall genormt und es ist eine Torx. Und dafür nehmen wir diesen Aufsatz und das ist im Normalfall immer ein T5. Und damit können wir auch die letzte Schraube lösen. So, nachdem jetzt alle Schrauben entfernt wurden, können wir die eigentliche Gehäuseunterseite vom Gerät entfernen. Und wie man hier sieht, muss man dafür mit einem möglichst dünnen, flachen Gegenstand genau in diesen Schlitz rein und dann das Gehäuse aufhebeln. Das ist am Anfang ein bisschen tricky. Ich setze jetzt hier an der Hinterseite des Laptops an, weil ich denke, dass ich da am besten reinkomme. Man kann auch ein Knacken hören, das ist völlig normal, da geht nichts kaputt. Das ist einfach, wenn sich die Scharniere oder die Haken, an denen die Gehäuseunterseite sitzt, sich vom eigentlichen Gehäuse lösen, dann knackt das immer so ein bisschen. Sobald man eine kleine Öffnung hat, kann man dann einfach sich um das Laptop herumarbeiten. Das knackt und knirscht immer mal, bis man es dann eigentlich auch von Hand greifen und lösen kann. Und auch wenn man da ein bisschen vorsichtig sein sollte, man braucht trotzdem ein bisschen Kraft dabei und mit ein bisschen Gefühl hat man das eigentlich super schnell auf. Und so sieht dann der Deckel von innen aus, nachdem man ihn abgenommen hat. Und jetzt können wir auch endlich mal das Innenleben des Laptops anschauen. Und es sieht schon ziemlich gut aus, nicht wirklich verdreckt. Alles ist noch sauber. Und ja, was wir hier als allererstes sehr gut sehen können, ist der Akku. Und das ist auch das Wichtigste. Wir haben den Laptop zwar vom Netz genommen, aber der bekommt natürlich über den Akku immer noch Strom. Das heißt, das Erste, was wir machen wollen und auch müssen,
ist, dass wir den Akku vom Motherboard lösen. Und das machen wir mit diesem Stecker hier. Den kann man seitlich so ein bisschen rausziehen. Wenn das nicht so gut geht oder man keine langen Fingernägel hat, kann man auch einfach am Kabel ein bisschen ziehen, bis man den Stecker gelöst hat. So, was sehen wir noch? Wie schon gesagt, wir haben hier den Akku. Hier daneben befindet sich die SSD. Unter diesem Metall hier ist der RAM zu finden. Dann haben wir noch die beiden Lüfter. Die lassen sich übrigens einzeln tauschen. Und unter den Kühlkörpern finden wir einmal hier die CPU. Und auf der anderen Seite, wenn eine verbaut ist, ist da die GPU, die Grafik. So, ich zeige euch jetzt noch ganz schnell, wie wir den Akku austauschen können. Dafür muss man diese 6 Schrauben hier lösen. Und ich werde auch gleich noch die Schraube lösen, die die SSD hält. Einfach, weil sie genau auch hier mit dazwischen liegt. Wenn wir jetzt alle Schrauben gelöst haben, muss man eigentlich nur noch die Kabel, die hier vorne lang laufen, aus ihrer Führung herauslösen. Da muss man auch beim Wiedereinbau drauf schauen, dass die wieder gut in der Führung drin liegen, damit man nicht später, wenn man den Bottom Case wieder dran macht, irgendwas verknickt oder einquetscht. Was man jetzt hier auch wunderschön sieht, ist, dass man nach dem Ausbau des Akkus an das Touchpad rankommt. Das heißt, hier könnte man auch das Touchpad austauschen, indem man die Schrauben löst und das Kabel abzieht. Bei dieser Art von Stecker möchte ich noch kurz darauf hinweisen, das ist ein Klappstecker, den kann man nicht einfach rausziehen. Da muss man erst das hier hochklappen und dann kann man es vorsichtig herausziehen. Weil es ist auch so, dass die, wenn sie kaputt gehen, man kriegt eigentlich keine neuen. Also bei dieser Art Stecker immer aufpassen, dass man das erst hochklappt und dann auch wieder ganz hineinschiebt und zuklappt. So, ich lege den Akku jetzt einfach mal erstmal wieder hier rein und dann schauen wir uns mal den RAM an. Der liegt jetzt hier unter diesem Metalldeckel und den kann man einfach abziehen. Er sitzt auf diesen kleinen Schienen hier, es ist ein bisschen fummelig, wenn man den wieder reinkriegen will. Aber man erkennt das, glaube ich, hier ganz gut, wo der Deckel sitzt. Um nun die beiden RAM-Riegel rauszubekommen, brauchen wir eigentlich nur, man kann das hier sehen, diese zwei Klapphalterungen, die zieht man ein bisschen zur Seite, dann springt der RAM auch schon lose und dann kann man ihn einfach rausziehen, den neuen RAM-Riegel einstecken und dann drückt man das Ganze einfach wieder nach unten fest. So, die Schraube für die SSD hatten wir schon gelöst und deswegen brauchen wir sie eigentlich nur noch aus der Halterung zu befreien. Das klemmt so ein bisschen schräg unter dem Lautsprecher. Die klappt man einfach ein bisschen nach oben und zieht sie dann hervor. Um die SSD jetzt herauszunehmen, brauchen wir nur noch die eine Schraube hier unten zu lösen. Und dann kann man die SSD-Karte aus dem Slot ziehen und gegebenenfalls ersetzen. Prinzipiell noch der Tipp, wann immer man verschiedene Teile ausschraubt, allein schon jetzt mit den Gehäuseschrauben und den Akkuschrauben, dass man die irgendwo gesondert bewahrt, dass man sich einfach merkt, okay, das waren die Schrauben für den Akku oder das jetzt ist die Schraube für die SSD-Halterung, dass man da am Ende nicht durcheinander kommt und es einfach separat aufbewahrt. So, wie eingangs erwähnt, kann man auch die Lüfter hier einzeln ausbauen. Dazu löst man einfach diese Schrauben. Man zieht auch das Kabel noch vom Motherboard ab, vorsichtig, dass man das nicht verknickt oder abreißt. Und dann kann man die Lüfter einzeln entnehmen und gegebenenfalls austauschen. So, damit hätten wir eigentlich alle wichtigen Komponenten gezeigt. Und was lässt sich noch sagen? Man kann hier zum Beispiel noch das WLAN-Modul sehen mit den WLAN-Antennen. Hier oben ist die Ladebuchse, die man jetzt bei diesem Gerät einzeln austauschen könnte. Prinzipiell kann man noch sagen, wenn man bei diesem Gerät die Tastatur tauschen möchte, muss man alles aus dem Gehäuse herausnehmen, um letztendlich an die Tastatur ranzukommen. So, bevor wir das Gerät jetzt wieder zumachen, ganz wichtig, ich würde gerne mal vergessen, auf jeden Fall den Stecker vom Akku wieder mit dem Motherboard verbinden. Und dann kann man auch das Bottom Case am besten von der Mitte aus wieder auf das Gehäuse drücken,
Und zwar so, bis es richtig überall einrastet und fest sitzt, bevor man dann es wieder zuschraubt und die Gummischienen wieder draufklebt. So, das war es auch schon für dieses Modell. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und gefallen. Viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.